Dass die Jury dies Objekt für den Tag der Architektur 2020 ausgewählt hat. Und hier zeigt es sich wieder mal, dass gute Architektur nicht nur gute Architekten, sondern auch gute Bauherren braucht und hier sogar auch noch sehr aufgeschlossene Nutzer. Das Schöne war, dass der Landkreis Hildesheim auch noch befürwortet hat, dass wir mit der Schulleitung und auch der Schülervertretung reden. Und das haben wir dann so umgesetzt, dass wir den Fußball, damit die Bälle möglichst weit weg sind vom Gebäude, hatten wir was Besonderes, einen Dreifachkicker, der abgesenkt ist, damit man über Bande spielen kann. Dann gab es zur Gliederung noch ein paar kleine Bauminseln mit Schildecks, die noch einmal hier so rausgehen. Wir wollen den Schülerinnen und Schülern ein räumliches Angebot zum Wohlfühlen machen. Wir haben deshalb mit warmen Farben gearbeitet, die eher aus dem Privaten, aus dem Wohnen kommen. So haben wir zum Beispiel die Schulfarben Gelb und Blau in den Fluren neu interpretiert. Außerdem haben wir besondere Bereiche geschaffen, wie Sitznischen und Fensterbänke, und diese mit Eichenholz ausgekleidet. Eichenholz gibt dem Licht so eine warme Färbung und schafft eine angenehme Atmosphäre. Highlight wäre natürlich für den schönen neuen Innenhof noch so ein kleiner Springbrunnen.